Sportmagazin, präsentiert von ERIMA. Die folgende Sendung wird für blinde und sehbehinderte Menschen im Zweikanalton Audio kommentiert. Auf Tonspur 1 hören Sie den Originalton, auf Tonspur 2 die akustische Bildbeschreibung. Herzlich willkommen bei Ohne Grenzen. Schön, dass Sie auch bei etwas früherer Sendezeit wieder dabei sind. Nach einem spannenden Handballmatch und spannende Beiträge in unserem Magazin. Unsere Themen heute: das Leichtathletikfest der Special Olympics Bewegung, der letzte Teil der Serie über den Tiroler Daniel Pauger und als Schwerpunkt Triathlon. Dazu darf ich dann auch meinen heutigen Studiogast, Paratriathlon-Weltmeister Tom Frühwirth, bei mir begrüßen. Den Beginn macht heute die Leichtathletik. Vor kurzem fand in Klagenfurt das Sportfest der Special Olympics Österreich statt. Selbst das regnerische Wetter konnte den knapp 200 Sportlerinnen und Sportlern mit geistiger Beeinträchtigung den Spaß an der Bewegung nicht vermiesen. Damit ist auch die Generalprobe für die im kommenden Jahr in Klagenfurt stattfindenden Special Olympics gelungen. Let's get it started in here. Top vorbereitet sind beim Leichtathletikfest in Klagenfurt unzählige Meter gelaufen worden. Unter den Athleten kennen sogar die Kleinsten schon die richtige Taktik. Mehr als 200 Damen und Herren haben sich in Kärnten sportlich betätigt. Der Laufbewerb war dabei nicht die einzige Disziplin. Weitwurf hat es gegeben, 50 Meter Lauf, 100 Meter Lauf und 400 Meter Lauf. Ich bin 50 Meter gelaufen. Und wie bereitet man sich richtig vor? Also wie ich gelernt habe von meinen Vorbildern, 7 Stunden Training, ordentlich essen und das tagtäglich. 7 Stunden Training sind vielleicht doch sehr ehrgeizig, aber kein Wunder bei diesen Idolen. Und der Usain Bolt ist mein Vorbild im Laufen. Sportliche Höchstleistungen stehen beim Leichtathletikfest allerdings nicht im Vordergrund. Wichtiger ist es, Klienten und Klientinnen die Möglichkeit zu bieten, an den sportlichen Bewerben teilzunehmen. Sie bedeuten ganz einfach mehr Lebensqualität, weil über den Sport, über Bewegung und Spiel werden Sie ganz einfach besser in Ihrer autonomen Lebensart und Weise. Sie werden besser am Arbeitsplatz und Sie verbringen Ihre Freizeit sinnvoller. Das Leichtathletikfest in Klagenfurt kann auch als Generalprobe für das kommende Jahr betrachtet werden. Da wird Kärnten unter dem Motto Herzschlag die Sommerspiele ausrichten. Hier in Kärnten rechnen wir mit ca. 2000 bis 2200 Sportler und Sportlerinnen aus dem In- und Ausland. Und natürlich wird es das Ganze dann Welt-Winterspiele von Special Olympics International, wo wir mit ca. 3000 Sportlern und Sportlerinnen rechnen und das aus 120 verschiedenen Nationen. Im kommenden Jahr also die Sommerspiele und 2017 die Welt-Winterspiele. Eine Vernetzung von Betreuungsinstitutionen und Special Olympics wird immer wichtiger. In Kärnten ist das mit der Lebenshilfe bereits passiert. Hier hilft ein Sportkoordinator bei der Organisation. Naja, zuvor hat es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben, einzelne, die dazu ausgebildet wurden. Jetzt gibt es mehr Mitarbeiter, die ausgebildet sind. Und wir machen jetzt auch bei externen Sportveranstaltungen, bei ganz normalen Laufveranstaltungen mit, bei Nordic Walking Bewerben. Es gibt Qigong, es gibt Klangschalenangebote, ein paar Touren Bogenschießen. Das sind alles Sachen, die wir vorher nicht gehabt haben. Im Wettkampfumfeld des Leichtathletikfests zeigen die Sportlerinnen und Sportler vor allem Freude an Bewegung und Begeisterung für den Sport. Ja, ich würde sagen, halt, das soll sich aus, weil es halt lustig ist und es auch spannend ist. Das hat am meisten Spaß gemacht und es war sehr viel Drängel. Die Leistungen werden natürlich auch honoriert. Was wollen die Athleten in Zukunft erreichen? 3 Gold, 3 Silber und Pokale. Damit liegt die Latte fürs kommende Jahr hoch, wenn Special Olympics mit den Sommerspielen wieder hier in Kärnten gastiert. Klagenfurt ist bekanntlich auch eine Hochburg für Ironman und Triathlon in Österreich. Paratriathlon, also Triathlon für Sportler mit körperlicher Beeinträchtigung, ist eine der größten Herausforderungen, die der Behindertensport zu bieten hat. Schwimmen, Radfahren, Laufen bzw. Handbiken und Rennrollstuhlfahren. Eiserner Wille und Durchhaltevermögen sind gefragt. 2016 in Rio wird die Sportart erstmals paralympisch ausgetragen.
Große Erfolge bei Weltmeisterschaften und anderen internationalen Bewerben gab es aber schon bisher für Österreich-Sportler. Grenzen ausloten, Grenzen egalisieren, Grenzen überschreiten. Beim Paratriathlon selbstverständlich und ab 2016 sogar paralympisch. Nur mit dem absoluten Willen sind 750 Meter im Wasser, 20 Kilometer am Handbike und 5 Kilometer im Rennrollstuhl zu bewältigen. Österreichs Paratriathleten stellen sich dieser Herausforderung und das seit vielen Jahren erfolgreich. Internationale Vergleiche brauchen die heimischen Behindertensportler nicht zu scheuen. Das beweist der Oberösterreicher Oliver Dreyer, der bei einem Motorradunfall eine Hand verliert, mehrfach. Beim Dolomitenmann 2012 oder auch bei den Weltmeisterschaften, wo er insgesamt viermal Gold in einer speziellen Sportart holt, dem Duathlon. Bei diesem Bewerb läuft es Falch gut. Der Tiroler ist dreifacher Weltmeister im Duathlon. Zudem sicherte er sich 2006 in Lausanne den Weltmeistertitel im Triathlon. Die drei verschiedenen Disziplinen bei diesem Wettbewerb sorgen auch für drei unterschiedliche Prothesen. Das ist meine Schwimmprothese. Da ist wichtig, dass ich keinen Vorfuß dran habe, weil ein Vorfuß, der zieht mich runter als wie ein Anker. Das Gerät rostet nicht und das Wasser kommt rein und geht wieder raus. Das war die Schwimmprothese. Nach dem Wechsel komme ich gleich zur Radlprothese. Die Radlprothese, da ist wichtig, dass der Vorfuß relativ hart ist, dass ich die Übertragung eigentlich relativ gut habe. Und nachher das spektakulärste vom Ganzen ist meine Laufprothese. Das ist eine reine Carbonprothese. Und was ich da reingebe, also mein Körpergewicht, das kriege ich wieder zurück. Schaut ziemlich interessant aus. Auch sein Bundesland würdigt Falks Leistungen. 2010 und 11 wird er Behindertensportler des Jahres in Tirol. 2011 auch österreichischer Behindertensportler des Jahres. Die Belohnung für jahrelanges Training. Das beginnt nach einem Arbeitsunfall im elterlichen Sägewerk, bei dem er einen Unterschenkel verliert schon früh. Dann im Spital schon angefangen zu trainieren. Der Oberkörper, ich bin mit der Krücken gelaufen, Kilometer für Kilometer, alles was möglich war, nicht gemacht. Da habe ich nie keine Zeit gehabt zum Nachdenken, warum, wieso, weil das ist einfach so und mit dem finden wir uns ab. Noch vor seinen Erfolgen im Triathlon holt sich der sportliche Allrounder als Skifahrer Silber bei der Weltmeisterschaft 2004 in der Wildschönau. Auch bei Paralympischen Spielen ist er erfolgreich. In Salt Lake City holt er 2002 die Bronzemedaille. Medaillen hat auch Thomas Frühwirth zu Hause. Der Steirer ist zweifacher Weltmeister. 2010 belegt er beim WM-Triathlon in Budapest Platz 1. 2011 kürt er sich in Gijón zum Duathlon-Champion. Das Extreme hat Tigger Tom, wie er genannt wird, immer schon gesucht. Also ich komme ursprünglich vom Motorsport und ich war da eigentlich schon von, sagen wir so, exotischen oder manche sagen zu extremen Rennen fasziniert. Also mein Lebensstil im Motorsport wäre eigentlich Paris-Dakar gewesen. Ein Motorradunfall auf der Heimreise von einer Urlaubstour zerstört diesen Traum. Ich habe keinen blauen Fleck, keine Schürfwunde, aber leider genau beim Steher von der Leitschiene angestanden und den einen Wirbel zersplittert und die Splitter durchs Rückenmark durchgedrückt. Frühwirth erleidet eine Querschnittlähmung von der Hüfte abwärts. Der Steirer sattelt beruflich um und wird Reha-Techniker. Er berät jetzt junge Querschnittgelähmte beim Rollstuhlkauf. Jede Sekunde, die man drüber nachdenkt oder in Selbstmitleid versinkt, ist verlorene Zeit und dafür liebe ich mein Leben so sehr. Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Begeistern kann Frühwirth im August 2011. Als erster Rollstuhlathlet beendete er einen Double Ironman. Sein Auftritt in Slowenien soll nicht sein letzter geschichtsträchtiger bleiben. Von Hawaii über Lanzarote bis nach Podersdorf. Der Behindertensportler verewigt sich mit zahlreichen Welt- und Streckenrekorden. Rekorde, mit denen er, Falch und Dreyer Grenzen egalisieren. Und das, obwohl sie ihre eigenen Grenzen schon lange überwunden haben. Ja, Tom Frühwirth ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Tom. Hallo. Wir haben im Beitrag gehört, du gehst gerne an deine Grenzen, unter anderem auch vor nicht allzu langer Zeit bei diesem Race Across Slovenia, wo du mit deinem Partner Manfred Putz